Ja. Und doch jetzt schon wieder Unwetter hier mit Hagel. Mit. Uiuiui, das ist doch wirklich große Hagelkörner dabei. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht so. Oh Mann, Mann, Mann. Ja. Oh, ist das kalt. Oh, Mann. Alles nicht mehr schön. Willst du reinkommen? Gerne. Komm her, Dicke, komm. Ja, komm. Ja, hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber. Komm, hier ist wärmer drin. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber Hagel und Unwetter und hin und her. Da möchte ich auch keinen Hund draußen lassen. Jo, moin, mein Lieben. Ihr seht, es regnet mal wieder oder immer noch. Hat irgendwie gar nicht aufgehört jetzt seit gestern. Die ersten, ja, Erdgeschosswohnungen stehen unter Wasser. Viele haben es vielleicht gesehen, Willi und Gabi, die sind fleißig am Pumpen. Nicht nur die. Bei uns in der Zite steht das Wasser mittlerweile auch. Also ich bin gespannt, wann ich dran bin. Ich habe ja noch den Vorteil oder das Glück, dass ich ja vor meinen Fenstern und Türen, beziehungsweise sagen wir mal nur vor der Tür, ja, dass sie dann noch so eine Sockelleiste eingepflanzt haben, dass das Wasser da nicht reinkommt. Problem ist aber, bei mir kommt das Wasser gerade durch die Fenster. Das heißt, man ist machtlos, schaut euch hier die Wassermengen an, die stehen ja schon an der Straße, überall Wahnsinn. Gegenüber von uns pumpen sie auch schon fleißig. Ihr seht, das sind ja teilweise sind die abgesenkt hier, so diese Eingänge, Ausfahrten, die sind alle abgesenkt. Und da sammelt sich dann natürlich das Wasser drin. Ja, und es ist alles echt nicht mehr schön. Ja, gerade hier auch in solchen Senken und so weiter, das ist immer das Problem. Wo das Wasser dann drinnen steht. Ja, das ist das Problem, wenn man. Oh, bleib, ich hätte auch gebremst für dich. Bleibt eben nicht aus, sag ich mal, wenn man die ganze Natur zupflastert mit Beton und mit Teer und so weiter. Muss man sich halt nicht wundern, wenn sowas passiert. Ja, wo soll das Wasser hin? Egal. Ja, das sind leider alles menschengemachte Probleme. Ne? Die Natur war schon immer da, der Regen war auch schon immer da. Man kennt diese monsunartigen Regenfälle. Ja, ihr seht hier Leute, das Wasser hier teilweise auf den Straßen steht. Und das ist Mamutla, die Atatürk. Ja, hier läuft normalerweise das Wasser auch immer runter. Oder? Vor allem das Schlimme ist, jetzt werden die Straßen ausgespült, alles. Ihr seht die Wassermassen, wie sie hier runterlaufen, die Berge. Ja, das läuft natürlich alles bis vor uns vor die Haustür. Die, die jetzt etwas weiter unten wohnen, ist zwar alles immer schön. Oh geil, erste Reihe, wir haben sie so weit zum Strand, ja. Das sagt doch Leute, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Runter zu weit oben in den Berge, ist es im Winter zu kalt, im Sommer ist es angenehm. Wohnt ihr unten direkt am Strand oder was? Weil, ah ja, wir wollen ja nicht so weit zum Strand laufen. Hat man halt den Nachteil. Ja, dass es laut ist. Durch den Wellengang. Durch den Verkehr. Gell, aber. Ja. Das ist halt Verkehr Türkei. So. So. Raus aus der Türk Telekom. Ihr seht das hier. Wie immer, Leute. Achso, hier ist ein Playstation-Laden. Ja, hier ist die Türk Telekom. Da ist der Playstation-Laden. Und hier ist die große Post. Und da ist die große Post. Ja, jetzt haben wir versucht, erstmal das mit meinem Internet zu klären. Die Frau zu mir sagt, oh, sie haben kein Internet. Ich sage, ach wirklich. Deswegen bin ich hier, weil ich kein Internet habe. Ja. Ja. Aber es lässt sich hier zum Glück alles leicht klären. Die kommen jetzt innerhalb von 24 Stunden raus. Ich denke mal, das geht noch heute, weil das hier in der Türkei eigentlich alles fix geht. Kleines Problem mit meinem Handy haben wir auch, weil ich damals in dem Lockdown, den wir hatten, Dings gemacht habe. 10, 12 Monate, alala. Heute hier steht überall das Wasser, Alanya läuft aktuell ab. Und gerade ich, fettes Tier, muss hier noch durchlatschen. Das ist wie Sumpfgebiet für mich.
voll mit deinem weißen Schuh. Wallah, gibt's zum Glück Waschmaschine. So. Was wollte ich jetzt erzählen? Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich erzählen. Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Benim, Ben, Chip. Ben. Ben, Arsch. Machen wir jetzt noch Schönes. Wir müssen jetzt zum Nuffus fahren, damit ich meine blaue Karte mal klären kann, warum da meine Adresse immer noch nicht drauf erscheint. Genau. Eine blaue Karte. Ja. Forelle blau. Ich habe blaue Karte, kein Hicker mit blaue Karte, aber ich bin auch Ausländer. Fremd im eigenen Land. Wie wir in Deutschland waren. Na gut. So. Jetzt sind wir hier beim Nüffusamt. Ich muss wieder zum Friseur, wachsen von der Haare aus der Nase in die Nase. Also ihr wisst, wenn die so. Na, geil. Ja. Hier so mitten im Alanya Merkez. Das ist Wahnsinn. Aber mal wieder, Leute. Ganz nett bei der Türk Telekom, ja. So wie es eigentlich sein soll. Aber trotzdem, die Frage, sind hier mal Internet indikiert? Ich sag ja. Ach, alles schön. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja, außer dass ihr das Wetter hier ist. Weiß ich nicht. Es regnet gerade mal nicht stark. Es ist fett bewölkt. Ich zeig euch nachher, was bei mir vor der Tür los ist. So, und ihr seht, wie aufgewühlt das Meer ist. Ja, und ihr seht auch hier natürlich keine Strandhütten mehr. Oh, doch, eine steht noch. Oh, warum? Nix ist denn. Ja, da kommt natürlich das Dreckige, was hier ist. Das ist Wasser aus den Bergen. Da hinten ist die... Da kommt ungefähr, genau, da seht ihr das. Da vorne kommt das Wasser aus dem Dimchai und ergießt sich dann hier im Meer. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Vor allem, was hier auch für ein Nebel so in der Luft liegt. Wahnsinn, oder? Ja. Das ist übrigens das alte Alanya-Stadion hier. Alanya Seaport. Ach ja. Was machen Sachen? Eine Mülle vom Auto rausgeschmissen. Oh! Bin im Job, im Job entsorgt. Komm mal. Bin im Job entsorgt, ja. Der wird. Soll ich sie mitnehmen, junge Frau? Ja, das wäre sehr nett. Na gut. Dann. Das wäre sehr liebevoll von mir. Ja, ich bin immer liebevoll. Voll Liebe bin ich. So, und jeder, der jetzt denkt, ich schauspiele nur. Leute, das ist übrigens der Oberchai. Der ist eigentlich fast immer furztrocken. Damit ihr jetzt mal seht, was hier los ist. Ja. Was hier aktuell für Wassermassen unterwegs sind. Gut, wenn wir da jetzt reinfallen. Und ihr seht auch, wie die Strände hier aussehen. Also, es kommt alles zurück. Alles. Ja, mittlerweile läuft das Wasser sogar daneben. Ja, schon Wahnsinn, wie das aussieht, ja. Guck mal, was da alles rauskommt. Stöcker. Boah, ganze Baumstämme. Wallah, hast du gesehen, Zahnstocher? Hoffentlich kommen jetzt hier noch Krokodile und Elefanten und sowas runter. Allah, Allah. Ihr seht, was Wasser für eine Kraft hat. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das kommt alles aus den Bergen. Wie gesagt, das Ding ist eigentlich im Sommer fast furztrocken. Colaflaschen. Ich hoffe nur, dass da nicht. Ich habe immer so Schiss, dass da jetzt ein Kind oder sowas mit angeschwemmt wird. Ja.
Also schaut es euch an. Krass, 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 Leute. Und das ist auch Wasser aus den Straßen, was hier so durch die Gullis kommt. Ganz normales Abwasser. Ja, Abwasser nicht. Also jetzt nicht das, was aus der Toilette kommt, das natürlich nicht. Aber das ganze Straßenwasser, alles, was von den Hausdächern auf die Straßen geleitet wird. Ja, Sie wohnen hier. Was sagen Sie zur aktuellen Wettersituation? Alles Scheiße. Alles Scheiße. Alles Scheiße. Ja. Willi und Gabi, ja, die pumpen wahrscheinlich immer noch, die armen Schweine. Ihr Wasser wird hier wahrscheinlich auch mit drin sein. Aber guck mal, was hier für ein Dreck kommt. Da kann die Stadt nächste Woche aber richtig mal lochen, Leute. Boah, hier ohne Ende. Also, hier. Was ist das? Karpus oder Ball? Alter. Wollen wir spielen? Wasserball? Halla, halla. Boah, da kann die Stadt aber aufräumen nächste Woche oder übernächste Woche. Da können sie mit Baggern herkommen. Na gut, Leute. Ihr seht, Regen ohne Ende. Aktuell ist es trocken. Also jetzt nicht trocken, von oben ist trocken zum Glück. Ja. Wasser sucht sich immer den geringsten Weg. Egal ob durch Fenster, Decke, wie gesagt, ich habe zu Hause ja auch, bei mir kommt es durch die Fenster. Ja. Wunderschönes Alanya. So, Frühstück. Ihr seht hier die Preise hinter mir. Die könnt ihr mir mal gerne wieder vergleichen. Ah, Mann. Ah, ich nehme mal meine Rübe aus dem Weg. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Schnitzel 45. Eck mir gerade, also Köfte, glaube ich, 20. Ja. Lecker, lecker. Und was gibt's bei mir? Lasst euch überraschen. Ja. Yeah. Leute, das sieht so lecker aus. Du machst Diät? Ich darf nicht, hallo? Ja, weiß ich doch. Hm? Oh Mann. So. Aber schön. Schön dekoriert. Extra fürs Fernsehen. Jo. Wieder zu Hause ist das, was ich euch zeigen wollte. Ja. Wenn das jetzt halt noch höher steigt, dann haben wir halt das Problem, dass das Wasser hier in die Wohnung läuft. Das versickert so ganz langsam. Überall steht hier das Wasser. Ja. Ihr seht, ja, aber das ist wie gesagt alles menschengemacht. Alles zugepflastert. Leider. Die Pools sind bald voll, wenn das so weitergeht. Und der wurde jetzt wieder abgelassen. Also was hier die letzten Tage an Wasser runtergekommen ist, ist echt nicht mehr normal, Leute. Aber morgen glaube ich noch. Und dann soll es besser werden. So, ich will mal hier gucken. Weil ich nämlich hier Wasser über die Fensterbank reinkriege. Ich habe gesehen, hier läuft mir das Wasser durch. Jetzt scheint es aber trocken zu sein. Ich muss gucken, wo das Wasser herkommt. Wahrscheinlich hier oben. Irgendwo. Aber egal. Ja, und hier, das hat überall gestanden. Ne? Tamam. So, ich muss auch mal einen Pott. Das Männemann muss wieder raus. Tamam. Köppi! Hey, Dicke! Ach, du bist ja ganz nass. Wo warst du denn? Ja, gell? Hui! Du bist ja ganz nass. Ja, guten Tag. Ah. Oh. Aber dann in der Hütte ist es doch trocken, ne? Warte, kriegst gleich was zu fressen. So, es ist 16 Uhr, wir haben es 12 Grad. Es regnet immer noch. Und dass die Leute das nicht verstehen, gucken, was die hier machen. Schmeißen hier ihr Dreckbrot hier hin. Schön in den Regen. Ich habe extra das Futter hier an die Seite gestellt, damit sie nicht so nass wird. Oh. Land. Ja, mal gut, dass ich meinen Roller hier noch untergestellt habe. Der bleibt da einigermaßen trocken.
Da kommt Mustafa, unser Hausmeister. Mir ist arschkalt. Ja, Leute. Ich wünsche euch da noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Oh, und ich gehe wieder rein. Denn bei 12 Grad ist mir nämlich auch nicht gerade warm. Ja. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht, ja? Jetzt, wo der Regen nachgelassen hatte, ist auch das Wasser in meiner Wohnung so ein bisschen weg. Tamam. Jetzt bin ich nochmal ganz schnell draußen. Leute, es geht weiter. Ihr seht, hier ist alles komplett unter Wasser. Hier geht es auch weiter. Da unter dem Baum. So, ich gehe schnell wieder rein. Ich musste noch schnell was abgeben. Hab mir jetzt auch die Heizung angemacht. Scheiß auf die Strompreise. Aber einen wegholen will ich mir jetzt garantiert nicht. Bleibt gesund.